Moin! Im heutigen Study History Video schauen wir uns mal die Ursachen an, die dazu geführt haben, dass es mit Martin Luther zur Reformation der Kirche kam. Viel Spaß! Im ausgehenden Mittelalter war die katholische Kirche mit großer Kritik konfrontiert und es gab reichlich Reformbedarf. Zeitgenossen forderten eine Reform der Kirche an Haupt und Gliedern, was durchaus wörtlich zu verstehen war. Ein großer Kritikpunkt an der katholischen Kirche zu dieser Zeit waren nämlich die Päpste und deren hauptsächlich weltliche Herrschaft. So herrschten zu dieser Zeit Päpste wie Alexander VI. Oder später Leo X., die das Amt des Kirchenoberhauptes schon nach Meinung der Zeitgenossen nicht passend ausführten. So legten diese Herrscher den Fokus auf die Ausübung weltlicher Macht und die Vergrößerung des Kirchenstaates, was damals das Territorium des Papstes in Italien war. Zudem erzählen einige Quellen von Orgien am Hof von Alexander VI., was sich für einen Papst nicht unbedingt gehört hätte. Einige andere Päpste im ausgehenden Mittelalter hatten zudem kaum eine kirchliche Ausbildung genossen. Der zweite zentrale Missstand war die Geldpolitik der katholischen Kirche. Der Kirche wurde die Ausbeutung vorgeworfen, da ihre Geldforderungen für Dienstleistungen der Kirche, wie etwa Bestattungen, als unverhältnismäßig hoch wahrgenommen wurden. Des Weiteren war der Ämterkauf in der katholischen Kirche weit verbreitet. Man spricht hierbei auch von Simonie. Das führte dazu, dass nicht die fähigsten Leute die kirchlichen Ämter besetzten, sondern diejenigen mit dem meisten Geld. In diesem Zusammenhang war es auch möglich, einen sogenannten Dispens zu zahlen und damit gegen eine Geldsumme sich von gewissen Bestimmungen des Kirchenrechtes zu befreien. Das wird später im Zusammenhang mit dem Auslöser der Reformation noch einmal wichtig. Zum schlechten Image der Kirche trug auch bei, dass die Menschen ein geistliches Amt nicht wegen den religiösen Aufgaben ausführten, sondern um sich ein kirchliches Einkommen zu sichern. Solche Amtsträger hatten oftmals eine schlechte theologische Ausbildung und ließen sich meistens auch noch durch andere Leute vertreten, die gering bezahlt und schlecht motiviert waren. Es gab also viele Kritikpunkte an der katholischen Kirche, sowohl in Bezug auf die Päpste als auch auf das System insgesamt. Die Reformation durch Martin Luther begann jedoch durch ein Einzelproblem, nämlich den Ablasshandel. Ablass bedeutet, dass man die zeitlichen Sündenstrafen im Jenseits, also die Zeit im Fegefeuer, durch Geldzahlungen verkürzen konnte. Damit entstand aber schnell der Eindruck, dass das Seelenheil mit Geld erkauft werden könnte. Nun führte ein konkreter Einzelfall zum Beginn der Reformation. Der Erzbischof von Magdeburg, Albrecht von Brandenburg, wollte sich zusätzlich zum Erzbischof von Mainz wählen lassen. Eigentlich hätte das Kirchenrecht das verboten, er hätte aber einen Dispens zahlen können, um eine Ausnahme vom Kirchenrecht zu machen. Dafür hatte er aber kein Geld. Nun machte ihm die Kirche den Vorschlag, er könne einfach den sogenannten Petersablass verkünden, dessen Einkünfte für den Bau des Petersdom in Rom verwendet wurden. Albrecht von Brandenburg organisierte also durch den Ablass das Geld für den Dispens und dieser Ablass wurde eingetrieben, indem Ablassprediger durch die Lande zogen. Diese Ablassprediger erweckten erneut den Eindruck, dass man sich mit Geld das Seelenheil kaufen könne. Durch Beichtkinder, die ihm bei der Beichte von diesen Ablasspredigern erzählten, kam Martin Luther mit diesem Problem in Kontakt und verbreitete im Jahr 1517 seine 95 Thesen, in denen er die katholische Kirche scharf kritisierte. So, das war's dann auch schon mit diesem Video. Lasst gerne einen Like oder ein Abo da, wenn euch dieses Video gefallen hat. Checkt jetzt noch das hier links eingeblendete Video oder die hier rechts eingeblendete Playlist ab. Und dann war's das von unserer Seite. Tschüss!